Hallo meine lieben Löwen und herzlich willkommen zu eurer heutigen Legung. Dieses Reading ist ein zeitloses Reading, das heißt, wann immer dich diese Botschaft erreicht und sie auf die Situation, in der du dich befindest, sie auch passt, ist die Botschaft für dich bestimmt. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn du dieses Video anmachst und direkt merkst, dass es nicht auf deine Energie passt, nicht mit deiner Situation in Resonanz geht, dann mach die Legung bitte einfach aus, denn dann ist es für einen anderen Löwen bestimmt. Meine Lieben, ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, was wir hier reden. Ich habe schon mal Karten aus dem Deck springen lassen, um mir so einen kleinen Zeitstrahl abzubilden. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ne? Zeit ist fließend, ihr wisst genau, wo ihr dann stehen werdet oder in welcher Vergangenheit oder von welcher Zeitspanne wir sprechen in der Vergangenheit. In der Vergangenheit liegt die Karte Warum. Die Karte Warum sagt, dass man vielleicht Dinge nicht versteht, dass man sich fragt, warum ist das so passiert? Warum ist das mein Schicksal? Ne? So, warum? Ne? Also, wir müssen es jetzt gleich abklären, damit ich ein bisschen genauer weiß, worum es geht. Aber ich kann schon mal sagen, in Hier und Jetzt fielen zwei Karten, und zwar die Karte Im Wandel und die Karte Flexibel, die von Anpassungsfähigkeit spricht. Also habe ich das Gefühl, dass in deinem Leben jetzt gerade einiges in der Veränderung ist, einiges im Wandel ist und du hier auf jeden Fall gefragt bist, irgendwie deine Anpassungsfähigkeit zu demonstrieren, beziehungsweise dich flexibel auf die Gegebenheiten einzulassen. In der nahen Zukunft liegt die Reparaturarbeit, die davon spricht, man baut wieder etwas auf oder man flickt sich selber zusammen oder man arbeitet gemeinsam an einem besseren Verhältnis oder so. Wie gesagt, wir klären jetzt erstmal ein bisschen ab, was genau hier die Botschaft ist, aber ich habe das Gefühl, hier ist gerade einiges los bei euch, meine lieben Löwen. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was die Tarotkarten dazu sagen. Diese Karte Flexibel ist die Nummer 19 und 19 ist ja im Tarot die Sonne, was deine Karte ist, was mir schon sagt, dass du gerade derjenige bist, der diese Anpassungsfähigkeit oder der sich irgendwie diesen Gegebenheiten anpassen muss. Warum liegt warum in der Vergangenheit? Das ist die Fragestellung. Das Ass der Münzen, die 10 Schwerter und die Gerechtigkeit. Interessant. Der Wandel und die Flexibilität hier im Hier und Jetzt, die Welt. Die 8 Kelche. Und der Ritter der Stäbe. Die Reparaturarbeit, das Ass der Stäbe, der König der Stäbe und die 3 Kelche. Hier ist was kaputt gegangen.
Ich glaube, es ist etwas, was du aufgebaut hast mit dem Ast der Münzen in der Vergangenheit. Kann eine Beziehung sein, kann eine Karriere sein, kann hier liegt so ein bisschen dieses, warum hat mir das Universum etwas weggenommen, das ich aufgebaut habe? Ne? So. Ich habe das Gefühl, dass aber, ne, dass also diese Entscheidungen, dieses das war's, 10 Schwerter, das, ne, das gibt kein Zurück, ne, das kann einfach eine finale Kündigung sein oder eine Trennung. Ne? So, ich habe das Gefühl, ne, das ist alles schon entschieden. Du hast dich nur sehr lange gefragt, warum hat das Universum das so entschieden oder warum ist das mein Weg? Weil offensichtlich, Ass der Münzen, hast du da von Grund auf was aufgebaut. Ich habe aber gerade das Gefühl, dass in deinem Leben, dass du, ne, die acht Kelche, ne, sie ist ja hier so auf dem Weg, ne, so, also sie hat bereits etwas hinter sich gelassen, sie geht aber auch bereits etwas Neuem zu. Und ich habe gerade das Gefühl mit dem Ritter der Stäbe, dass ich als deine Energie wahrnehme, dass gerade Dinge in deinem Leben passieren, die dir dabei helfen, das wirklich hinter dir zu lassen, das wirklich abzuschließen, weil du irgendeine neue Motivation hast oder keine Ahnung, wenn wir von der Liebe sprechen, weil du vielleicht auch gerade jemanden kennenlernst. Und als wäre das gerade irgendwie so, es ist ein bisschen mehr als sich mit seiner Situation arrangieren, ehrlich gesagt. Es ist so. Okay, ich verstehe es langsam. Ich verstehe langsam, warum das hier enden musste. Ich merke, wie ich diese schwere Energie von dieser, warum ist das alles so passiert in meinem Leben und 10 Schwerter und, ne? Ich habe mit dem Ast der Münzen schon das Gefühl, dass das irgendwie wichtig war oder dass, ne, dass das eben ein Bestandteil deines Lebens war. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ne, wie soll ich sagen? Du wirst gerade ein bisschen flexibler tatsächlich. Im Sinne von, ah, okay, ne, mir geht ein Licht auf, ich verstehe das langsam. Oder jetzt erkenne ich, wo es hingehen soll. Die Reparaturarbeit hier hinten. Ich hätte gerne eine Karte hier noch zu diesem König der Stäbe. Okay, interessant. Beim König der Stäbe hier hinten im Rücken steht der Löwe. Jetzt bist du hier nochmal. Vier Kelche, 10 Kelche. Interessant. Ah ja, jetzt so Fische-Energie. Okay. Rat des Schicksals, 10 Kelche. Alles klar. Ich habe das Gefühl, es musste aus deinem Leben etwas gehen. Es musste etwas enden, ne? 10 Schwerter, die Welt, damit du dir etwas aufbauen kannst, was mehr deinem Wesen entspricht. Oder ich bin da ein bisschen unschlüssig, ob wir hier von Beziehungen reden oder von beruflichen Situationen. Was ich hier hinten sehe mit dem Ast der Stäbe und dem König der Stäbe, ist ein Einfluss, eine andere Person, eine Verbindung, kann eine Freundschaft sein, ne, kann aber auch ein Kennenlernen sein, das dich unglaublich ermutigt, möglicherweise, beziehungsweise ich hätte jetzt gerne, okay, die Liebenden, ich hätte gerne ganz kurz gewusst, was den Ritter der Stäbe hier gerade wieder so ermutigt. Dass sich die Dinge gerade zum Positiven ändern hier. Dass du wieder Ziele hast, dass du siehst, wo es hingeht. Ja, okay, die Mäßigkeit. Sehr viel Feuerenergie haben wir hier. Also entweder ermutigt dich tatsächlich die Akzeptanz, ne, so, dass das hier enden musste, dass du aufhörst, dir diese Fragen zu stellen oder kann auch sein, dass, ne, warum ist eine Fragestellung, die Gerechtigkeit spricht von der Wahrheit, dass du eine Wahrheit erfahren hast in irgendeiner Art und Weise in der Vergangenheit, die dieses Ende oder diesen Wandel,
wie soll ich sagen, eingeläutet hat, ne, verursacht hat, so meine ich. Aber was ermutigt dich? Also ich habe schon das Gefühl, dass du auf jeden Fall gerade in eine positive Energie kommst oder in einer positiven Energie bist, dass du sagst, hey, die Dinge sind, wie sie sind, dass du wieder lebensbejahend, ne, das ist Schütze-Energie, dass du lebensbejahend bist, dass du viel rausgehst. Sie ist für mich diejenige, die immer viel unterwegs ist, neue Leute kennenlernen, neue Sachen machen, reisen, ne, so. Die Welt ist manchmal für mich auch Freiheit. Also vielleicht entdeckst du gerade eine zurückgewonnene Freiheit, keine Ahnung in welcher Art und Weise. Und jetzt muss ich mal ganz kurz, sorry meine lieben Löwen, ich muss mal ganz kurz schauen, was die Beziehungsbotschaft dieser Reparaturarbeit ist. Dein Herz zu verschließen ist keine Lösung. Aus dem aufrichtigen Wunsch nach Versöhnung und Wiedergutmachung kann jetzt nur Gutes entstehen. Hätte ich gerne mal das Ast der Stäbe hier abgeklärt, weil ich vielleicht hilft hier jemand beim Reparieren. Ich nehme es ein bisschen so wahr. Ich nehme ein bisschen wahr, dir hilft, dass da in der nahen Zukunft ein Einfluss liegt mit diesem König der Stäbe, der, ich glaube, sich sehr zu dir hingezogen fühlt. Ja, Ast der Schwerter, okay. Und die Königin der Stäbe und meine Lieben unter der Königin der Stäbe, die Liebenden und nochmal die vier Kerlchen. Also, ehrlich gesagt glaube ich, dass hier jemand in dein Leben tritt oder in dein Leben bereits getreten ist, der dir die Antwort gibt, warum das hier ein Ende nehmen musste. Ne? Der dich da so ein bisschen bestätigt. Hier kommt dieser neue Impuls. Ich habe das Gefühl, dass du lange in so einer Energie warst. Warum ist diese Beziehung zerbrochen? Warum habe ich diesen Job verloren? Warum sind die Dinge so passiert, wie sie passiert sind? Ne? Ich habe das Gefühl, das sind einfach Entscheidungen getroffen worden, die für dich ein Ende bedeuten. Und ich glaube auch, dass du lange gebraucht hast, ne, das wirklich anzunehmen, zu akzeptieren, ne, das nicht mehr zu hinterfragen, weil gerade so viel Neues Positives passiert. Ne? Ast der Stäbe, Ast der Schwerter. Spätestens mit Eintreffen dieses Königs der Stäbe, wer auch immer das ist, ob das ein Freund ist, ob das ein Liebespartner ist, was definitiv der Fall sein kann, ich habe das Gefühl, spätestens dann schaust du nicht mehr zurück, sondern du verstehst, warum das passieren musste. Ne, das ist so, du machst hier neue Erfahrungen miteinander, ne, möglicherweise eine ganz enge Verbindung, mit den gleichen Werten. Also ich glaube nicht, dass du lange noch hinterher trauern wirst oder zurückschauen wirst, weil hier eben jemand dein Leben betritt, der wie so ein Aha, ne, Ast der Schwerter, das wie so ein Aha-Moment ist, wo dir sofort klar wird, so, ach, deshalb habe ich das alles verloren, weil, ne, weil der Plan vom Universum ist, was Besseres zu erleben, was Größeres, ne, eine stärkere Verbindung, also, ne, eine leidenschaftlichere Verbindung. Wir haben hier Königin der Stäbe, König der Stäbe. Ne? Wir haben die Liebenden, Power-Couple-Energie. Also ich habe das Gefühl, dass der Blick in die Vergangenheit für dich tatsächlich auch bald der Vergangenheit angehört. Und meine lieben Löwen, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich lasse mich auch durch dieses Extended Reading ganz intuitiv durchtreiben, werde hier einfach ein bisschen Fragestellung machen und dann schauen, was das Universum hier noch für Botschaften hat. Auf jeden Fall schauen wir mal, was das hier für eine Verbindung ist. Ich würde behaupten, mit den Liebenden eine sehr starke. Genau. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf
hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, dann findest du unten in der Infobox alles, was du wissen musst und wie du da beitreten kannst. So, für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Du befindest dich mitten in einem Prozess der Verwandlung, wo sich Dinge ändern, wo deine Anpassungsfähigkeit ein bisschen gefragt ist. Na, wo du, ich habe irgendwie das Gefühl, ich soll dir hier sagen mit dem Ritterstäbe, geh einfach mit dem Vibe, ne? Lass dich vom Leben wieder mitreißen, lass dich treiben, komm zurück in deine Löwe-Energie. Denn es ist nicht mehr, es dauert nicht mehr lang, ne? Das ist nahe Zukunft, es dauert nicht mehr lang. Und dann erkennst du, warum, ne? Diese Frage, diese Warum-Frage, die in der Vergangenheit liegt, warum das alles so passieren musste, weil irgendetwas Neues, Ass der Schwerter, Ass der Stäbe, weil irgendeine neue Person dein Leben betritt oder es vielleicht ja auch schon betreten hat, das weiß ich nicht. Hier kann so eine Flirten-Kennenlernen-Energie liegen, ne? Aber wo einfach plötzlich klar wird, warum das Universum diesen Weg gewählt hat, der zwar anfangs mit einer Schwierigkeit angefangen hat, der aber offensichtlich in einer wundervollen Dynamik des Miteinanders, des wahrgenommen werden, viel Aufmerksamkeit bekommen, dich gut fühlen, ne? Also vielleicht hat dich das Universum aus einer Situation rausgeholt, die eigentlich gar nicht mehr so gut war. Und das erkennst du erst, wenn du in dieser deutlich besseren Situation drin bist, ne? Oder wenn du in dieser Verbindung drin bist, die so viel von deiner Energie zurückbringt, ne? Wo so viel Leidenschaft herrscht, wo so viel Spaß, Freude, Lachen, Kind sein, ne? Wo all das plötzlich wieder da ist. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass dieser König der Stäbe es auch wirklich schafft, ne? So. Dass du diejenige bist, die nicht mehr zurückschaut, die nicht mehr in Frage stellt, sondern die sich ganz dieser neuen Situation, dieser neuen Verbindung, dieser Bestimmungsenergie zuwendet und sagt, okay, warum auch immer, aber es hat mich an diesen Punkt gebracht. Ne? So, es hat mich hier hingebracht, wo ich offensichtlich viel besser hingehöre oder viel besser hinpasse. Genau, meine lieben Löwen, so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich, ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!